Hey Leute und willkommen in Mike's Edit Suite. Heute stelle ich euch noch ein Interview-Mikro vor, direkt mit Funk. Heute geht es um das nagelneue AVX-Paket von Sennheiser. Sennheiser hat eine neue Funkstrecke auf den Markt gebracht und die gibt es in verschiedenen Konstellationen. Hier ist übrigens der Empfänger und die Handkeule ist in der Handkeule ist der Sender verbaut. Das Ganze gibt es in verschiedenen Paketen. Es gibt auch nochmal das Ganze mit Lavalier-Mikrofon statt Handkeule oder nochmal das Gesamtpaket mit Lavalier-Mikrofon, Handkeule und Empfänger. Und bei dem Lavalier-Mikrofon ist natürlich ein Sender halt für den Gürtel mit Gürtelclip dabei. Das Besondere an der ganzen Geschichte ist, dass das wirklich unglaublich einfach zu bedienen ist. Ihr habt an der Handkeule zum Beispiel nur einen einzigen Knopf, beziehungsweise ja noch einen zweiten Knopf. Der eine Knopf ist zum Einschalten gedacht und der andere Knopf ist zum Pairen gedacht. Wenn ihr das Ganze beim allerersten Mal einschaltet, dann müsst ihr bei beiden Geräten den Pairing-Button gleichzeitig gedrückt halten und dann koppeln sich die beiden Geräte und ist es einmal passiert, dann müsst ihr in Zukunft das nicht immer wiederholen, sondern es reicht das bloße Einschalten. Hier bei dem Empfänger haben wir auch drei Knöpfe in dem Fall, auch den Ein- und Ausschalter, mit dem kann man übrigens auch den Batteriestand checken, den Pairing-Knopf und ein AF-Out-Schalter oder Knopf. Damit kann man sozusagen die Lautstärke regulieren, die der Empfänger weitergibt an die Kamera zum Beispiel. Der Empfänger ist relativ komisch verbaut auf den ersten Blick. Er hat hier einen XLR-Ausgang. Damit kann man direkt in die Kamera oder in ein Mischpult oder halt in einen externen Rekorder. Man kann das Ganze auch drehen. Je nachdem, wie man den Platz halt benötigt, hat man jetzt keine Möglichkeit mit XLR aufzunehmen. Gibt es in dem ganzen Paket noch verschiedene Sachen? Übrigens, wenn man über XLR aufnimmt und Phantomspeisung auf dem XLR-Ausgang hat, Eingang hat, dann wird dieser Empfänger auch über die Phantomspeisung mitbetrieben und schaltet sich aus, sobald die Phantomspeisung aus ist. Ansonsten sind in beiden Geräten fest verbaute Akkus, beziehungsweise man kann die halt rausnehmen. Man könnte die austauschen, die werden per Micro-USB geladen. Das Geile daran ist, in dem Fall, dass man das Ganze auch mit einer Powerbank dann halt wieder aufladen kann. Also den ganzen Tag kommt man damit locker durch. Die Handkeule zum Beispiel hat ca. 18 Stunden Betriebszeit. Hier gibt es auch ein Display, wo die Betriebszeit und die Verbindung euch angezeigt wird. Und der Empfänger hat laut Hersteller ca. 45 Stunden Betriebszeit. Der hat hier auch so einen kleinen Akku, den kann man rausnehmen. Ansonsten auch per Micro-USB laden. Der kann aber auch dann an dem Gerät dranbleiben. In dem ganzen Paket befinden sich halt verschiedene Sachen, wie ich schon gesagt habe, je nachdem welches Setup, natürlich die Mikrofone, ansonsten hier eine Stofftasche zum Transportieren. Wir haben hier einen Mikrofonständeradapter für das Mikrofon, damit kann man jetzt Live-Konzerte geben zum Beispiel. Wir haben hier einen Adapter. Jetzt wird es nämlich interessant, für Leute, die jetzt keinen XLR-Anschluss haben, können das Ganze hier, zum Beispiel bei einer DSLR, Ganze hier ranschließen. Hier haben wir einen kleinen Blitzschuhadapter und auch ein 1/4 Zoll Gewinde. Jetzt haben wir hier so noch so ein Adapterkabel, das können wir hier ranschließen. Und dann gehen wir von XLR auf kleine Klinke und können das Ganze auch mit unserer DSLR betreiben. Das habe ich jetzt auch schon ein paar Mal gemacht, bei ein paar Aufträgen tatsächlich. Und ich war sehr zufrieden mit dem Mikrofon. Und es gibt auch nochmal so einen kleinen Adapter für Gürtelclip oder sowas. Damit kann man das Ganze nochmal an den Gürtel oder an irgendwas in der Tasche oder sowas befestigen, wenn man das Ganze mit einem externen Rekorder zum Beispiel betreibt. Die ganzen Hardfacts zu dem Mikrofon findet ihr in der Hardfacts-Liste oder unten in der Videobeschreibung einen Link zu dem Mikrofon. Ansonsten hört euch einfach mal die Testaufnahmen mit dem Mikrofon an.
Jetzt teste ich das Sennheiser AVX in einem Raum. Es gibt also keine Umgebungsgeräusche und ich halte das Mikrofon relativ nah an meinen Mund. Halte ich es weiter weg, wird der Ton etwas leiser und es verändert natürlich den Klang. Halte ich das Mikrofon wieder näher an meinen Mund ran, verändert sich wieder der Klang und das klingt natürlich ein bisschen besser. Was cool ist an dem Sennheiser ist, dass das Sennheiser einen Limiter in das Mikrofon eingebaut hat. Das bedeutet, man kann nicht übersteuern, egal wie laut man schreit. Ich könnte also jetzt schreien und das Mikrofon wird nicht übersteuern. Ziemlich cool, oder? Ich mache einen Distanztest mit dem Sennheiser AVX und stehe jetzt circa 5 Meter weit weg. Ich mache immer noch einen Distanztest und mittlerweile bin ich bei 50 Metern angelangt und checke, ob immer noch die Verbindung hält. Immer noch beim Distanztest, ich kann die Kamera kaum sehen, weil ich mittlerweile 100 Meter entfernt stehe und ich checke, ob die Verbindung immer noch glasklar hält. Mittlerweile stehe ich 150 Meter weit weg von der Kamera, ich sehe sie kaum noch, der Gerät ist klitzeklein zu sehen und ich checke, ob die Verbindung jetzt immer noch hält. Jetzt bin ich gespannt, wie gut man mich mittlerweile hören kann, denn ich stehe 200 Meter von der Kamera entfernt und laut Gerrit gibt es da schon wohl die ersten Aussetzer. Ich bin zurück auf 190 Meter gegangen, um jetzt mal hier die Soundqualität und die Verbindung zu checken. Jetzt stehe ich an einer belebten Straßenkreuzung und möchte euch mal zeigen, wie das so mit Geräuschen sind, die in der Umgebung sind. Ob man die sehr doll hört, ob man sie weniger doll hört und wie das sich auf meine Stimme auswirkt. Oh yeah, oh yeah. Okay, als ehemaliger Rapper höre ich mal auf, die Rapper zu verarschen. Und mich würde an dieser Stelle interessieren, wie ihr dieses Mikrofon fandet. Ja, natürlich, der Preis ist so eine Sache, aber ich sage ja immer wieder gerne, Qualität hat ihren Preis nun mal. Und ich muss sagen, ich war echt sehr zufrieden mit diesem Mikrofon. Bei den ganzen Einsätzen hat es sich gut bewährt, gerade dadurch, dass man es leicht bedienen kann und auch wirklich der Sender oder der Empfänger halt wirklich sehr klein ist und an der Kamera leicht zu befestigen ist. Echt eine coole Sache. Wie steht ihr dazu? Postet es gerne unten in die Kommentare, würde mich sehr stark interessieren. Ansonsten hoffe ich, euch hat das Video gefallen und auch geholfen. Wenn dem so ist, gebt einen Daumen nach oben, abonniert kostenlos den Kanal, da verpasst ihr keins dieser Videos mehr. Checkt auch filmenlernen.de aus, um noch mehr übers Filmen zu lernen, wie der Name schon sagt. Und wir sehen uns nächsten Mittwoch mit einem neuen Tutorial wieder. Bis dann.